Überwachungskameras, Handykameras, Bodycams, Drohnen, Satelliten. Scheinbar lückenlos wird der Krieg dokumentiert. Die Bilder offiziell und privat geteilt. Dieses Auto ist nicht einfach so ausgebrannt. Hier sind überall Einschusslöcher. Es ist der 25. Februar 2022. Jeder sollte verstehen, dass von Anfang an, schon am 25. Februar 2022, das Ziel der Russen die friedliche Zivilbevölkerung war. Mit forensischem Blick werten diese Ermittler seit Monaten Bilder und ihre Daten aus. Ihr Ziel? Verbrechen aufdecken und die Verantwortlichen finden. Frontal. Kriegsverbrechern auf der Spur. Das sind die ersten Bilder vom Krieg. Vom russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Aus Süden, Osten und Norden rücken russische Truppen vor. Von Belarus aus wollen sie Kiew einnehmen. Doch der Vormarsch kommt ins Stocken. Der Grund? Der Fluss Irpin, der Kiew vom Norden und Westen her umgibt. Die ukrainischen Verteidiger sprengen Brücken und stoppen damit die Invasion. So stranden russische Truppen in einem Vorort von Kiew, in Hostomel. Am 25. Februar 2022 beziehen sie Stellung in einem Waldstück, neben einem Supermarkt. Der hat Überwachungskameras. Später, nachdem die russischen Invasoren vertrieben wurden, werten ukrainische Ermittler die Überwachungsbilder und zurückgelassenen Dokumente aus. Nach unserer Analyse wussten die Russen offenbar nicht, was sie tun sollten. Denn, soweit wir wissen, hatten sie keinen Befehl zum Rückzug. Und vorrücken konnten sie auch nicht, weil unsere Verteidiger sie aufhielten. Die russischen Truppen standen also genau hier im Wald, versteckten sich hinter den Bäumen. Und dann begannen sie, auf zivile Autos zu schießen. Die Überwachungskameras laufen mit. Als erstes trifft es 8.40 Uhr einen weißen Skoda Fabia. Der Fahrer überlebt den Beschuss, kann mit einer Kopfverletzung fliehen. Es ist ein Deutscher, Steve Meiling aus dem sächsischen Borna. Er wollte seine ukrainische Frau und ihr Kind abholen und in Sicherheit bringen. Meiling kommt in ein Krankenhaus und schafft es am Ende gemeinsam mit seiner Familie nach Hause. Steve Meilings Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Borna haben bei seiner Rückreise geholfen. 3 Wochen nach dem Beschuss zeigt Meiling die Splitter, die aus seinem Kopf herausoperiert wurden. Er ist froh, mit seiner Familie wieder zu Hause zu sein. Für mich war es in dieser Situation das einzig Richtige, was ich hätte machen können. Und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Ja, das Risiko ist klar, man fährt in ein Kriegsgebiet. Man hofft, dass nichts passiert. Steve Meiling und seine Familie hatten Glück. Andere nicht an diesem 25. Februar 2022 in Hostomel. 8.41 Uhr beschießen die russischen Truppen einen BMW 730. Im Auto saß ein russischer Staatsbürger, der in der Ukraine lebte. Das Auto geriet durch den Beschuss in Brand und der Mann verbrannte tatsächlich bei lebendigem Leibe. Später, nachdem die Russen abgezogen waren, filmt ein Augenzeuge das ausgebrannte Wrack des BMW. Dieses Auto ist nicht einfach so ausgebrannt. Hier sind überall Einschusslöcher. 10.19 Uhr beschießen die russischen Soldaten einen Chevrolet Aveo. Er landet im Wald. Einen Tag später filmt ein Passant die Opfer. Ein junger Mann und eine junge Frau, beide 22 Jahre alt, sind an ihren Schusswunden gestorben. Er hat diese Szene gefilmt, will aber nicht erkannt werden. Mit ihm zusammen fahren wir nach Hostomel, an den Ort des Geschehens. Ich sah noch 8 weitere zerschossene Autos, ging aber nicht mehr zu ihnen hin. Weil ich in der Ferne schweren Beschuss hörte und Angst hatte, dass es mich auch noch erwischt.
12.10 Uhr fährt ein schwarzer VW Golf am Wald vorbei und wird ebenfalls von den russischen Truppen beschossen. Im Auto sitzen zwei ukrainische Polizisten in Zivil. Sie werden verletzt, überleben aber und können fliehen. Um 14.38 Uhr schießen die russischen Soldaten mit ihrem Schützenpanzer auf einen Schiguli. Der Fahrer hatte abgebremst, offenbar weil er die anderen zerschossenen Autos gesehen hatte. Der Fahrer des Schiguli hat Gott sei Dank überlebt. Es ist ein absolutes Wunder, denn in dem Auto befanden sich 120 Kugeln. Es ist völlig unklar, wie er das überleben konnte. Aber einen ihrer eigenen Soldaten erschießen die Russen in diesem Moment. Aus Versehen. Sie waren offenbar sehr aufgeregt und schossen ja mit allem, was sie hatten. Auch mit dem Schützenpanzer. Und so kam es, dass sie ihren eigenen Mann trafen. 15.01 Uhr fährt die Ärztin Katharina Sereda am Tatort vorbei. Sie sieht den zerschossenen Schiguli und den verletzten Fahrer. Sie dreht die Scheibe herunter und fragt, ob sie helfen könne. Dann wird auch sie beschossen. Doch sie überlebt. Es war alles chaotisch. Ich begriff gar nicht, was passierte. Ich konnte nicht glauben, dass auf mich geschossen wurde. Da ist ein Krieg zwischen Militärs. Was habe ich als Frau damit zu tun? Ich bedeckte meinen Kopf mit beiden Händen und ließ mich im Sitz ganz nach unten gleiten. Auch mit Katharina Sereda sind wir an den Tatort nach Hostomel zurückgekehrt. Genau hier stand ihr zerschossenes Auto. Genau hier wäre sie beinahe erschossen worden. Das Glas der Heckscheibe hinter mir zerfiel. Das ist ein Geräusch, das vergisst du nie wieder. Es ist unbeschreiblich. Schwer zu sagen, wie lange das alles dauerte. Als ich hörte, dass es wieder ruhig war, schaute ich auf. Ich sah Blut an meinen Händen, in meinem Gesicht. Ich öffnete die Tür und rannte über die Straße in den Wald. Noch im Wald macht sie Fotos von sich. Oben am Hals ein Einschuss. Im Krankenhaus wird später ein zweiter dokumentiert. An der linken Schulter. Innere Organe wurden zum Glück nicht beschädigt, ergeben die Untersuchungen. Sie haben einfach auf die Autos geschossen, ohne zu wissen, wer da drin ist. Es hätte ein Baby sein können, eine junge Frau. Wie muss man ticken, um so etwas zu tun? Es muss in der Natur dieser russischen Soldaten liegen. Sie haben kein Herz und keine Seele. Stundenlang beschießen russische Truppen an diesem 25. Februar 2022 in Hostomel zivile Autos. 11 Menschen sterben. 15 werden verletzt. Das war ein Terroranschlag und hat vorweggenommen, was danach überall geschah. Dass Städte zerstört wurden, dass in der ganzen Ukraine Menschen mit Raketen beschossen wurden und so weiter. Jeder sollte verstehen, dass von Anfang an, schon am 25. Februar 2022, das Ziel der Russen die friedliche Zivilbevölkerung war. Vor Ort aufgefundene Dokumente, Überwachungsbilder, Internetrecherchen. Anhand vieler Daten konnten die ukrainischen Ermittler insgesamt 5 Kommandeure und Schützen identifizieren. Alles Angehörige des russischen Innenministeriums, keine regulären Armeeeinheiten. Sergei Kaseyichev, Oberkommandeur der Region Krasnojarsk. Sergei Voikulainen, stellvertretender Oberkommandeur. Und Oleg Potopalski, stellvertretender Nationalgardekommandeur der Region Krasnojarsk. Alexei M., Soldat der russischen Nationalgarde und Nikita G., Soldat der russischen Nationalgarde. Gegen sie läuft derzeit in Abwesenheit in Kiew der Prozess. Nicht nur in Hostomel, auch in Butscha und Irpin schossen russische Truppen gleich zu Kriegsbeginn auf zivile Autos. In Irpin wurden die Wracks gesammelt. Sie erinnern an russische Kriegsverbrechen.
Eines unserer Teams reiste bereits im Februar 2022 in die Ukraine und erhielt Hinweise auf ein Kriegsverbrechen. Wir folgten der Spur, deckten Details auf, trafen Beteiligte. Diese Recherche siehst du in unserem Film Inside Ukraine – Belege für Kriegsverbrechen.